Hallo meine lieben Freunde und ein ganz herzliches Willkommen und Hallo zu einer neuen Folge Let's Play Dead or Alive 5. Es geht weiter mit der Story. Und wir sind schon beim guten Bass gelandet. Ein gutes Mädchen. Na dann schauen wir mal. She really wants to turn this into an arena. Former stars have already come forward to enter the upcoming tournament. We'll take a good depth next. Hey, Daddy! How's it going? One wrong move and there's gonna be another blast like that one. I hope you gave up on those motorcycle races. No! I know this is sudden, but I've decided to make my big comeback. No! I hope you're as fired up about this as I am. Rock and roll! Oh, Tina. Listen up, Rig. You and me are gonna do some sparring. Okay, wir müssen was trainieren. Mit dem dicken Bass. Ich weiß nicht, ist so eine meiner Figuren, die ich halt gar nicht mag. So. Weil, ja, die sind gut im Greifen, aber die sind so bewegungsarm. Wisst ihr, was ich meine? So langsam, so gegen Kazumi oder hier gegen Rick ist das schon schwer dann anzukommen. Aber wenn er hinlangt, dann zieht er auch mal eben ganz schön viel ab. Komm schon. Bam. Einfach mal runtergestoßen und weiter. Komm, einer geht noch. Komm. Ja. Nein, ich wollte ihn noch packen. Ich wollte ihn noch. Oh. Nein. Das habe ich vergeigt, Leute. Das habe ich vergeigt. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch nicht wahr. Bass, ey, du bist doch so ein Lama, alter, schwacher Sack. Jetzt schubst ihn runter. Das ist doch nur Rick. Komm, einer geht noch. Ja, gut. Oh mein Gott, was hat er denn jetzt gemacht? Nein, warum stößt er uns immer runter? Ich schwöre, jetzt haktet mir. Bam, in your face. Ja. Gut. Rolle und. Ey, Mann, ich komme nicht gegen den an. Jetzt aber. Und Shazam, einfach mal drauf aufs Maul. Was lachst du so? Der hat doch ordentlich kassiert. Warum ist er so am Lachen? Alright. A little tighter. Yep. Just like that. Listen up, Zach. I'm gonna join this tournament of yours! What? The hell are you? Well, you can't join my tournament unless you beat me first! Oh! Zack zu besiegen wird ja jetzt. Naja, leicht. Hier, einfach mal aufs Maul. Deine Brille, ne? Die passt dir doch mal überhaupt nicht. Von daher muss ich sie dir vom Gesicht stoßen. Ey, jetzt geh doch mal weg! Warum geht das nicht? Zack ist einfach zu schnell gerade. Aber. So, Moment. Was hat Bass da überhaupt an? Sein Kimono oder was? Ist krank. Wie sieht es aus? Wie so ein Clown, oder? Kann das sein? Wie so ein Clown. Ein Wrestler-Clown. Wenn du meinst, Bass. Moment, ich spiele den noch gerade. Richtig pompöses Turnier aber, oder? Da kann man echt nichts sagen. Bei so einem Turnier würde ich auch ganz gerne mitmachen. Strong! Oh my god, Dad.
Oh my god, Dad. Tja. So, dann hier, bam. Tina, erstmal flachgelegt von deinem eigenen... Ich sag jetzt nichts, das ist, nee, das ist zu pervers. Okay, und Mr. Strong ist einfach strong, indem er hier einfach mal deine eigene Tochter weggenatzt. Komm. Bounce. Und, nein, ich wollte sie doch so packen, ganz genau. Das war's schon. Ach, Tina, ey. Kommst du schon in deine Jahre oder was? Jetzt bin ich aber enttäuscht. Nice Ziel. You can't be governor. What did you say? Huh? Daddy? I ain't your dad. Ha ha. My name's Mr. Ey, richtig cool. Die beiden mögen sich ja mal. Na dann, Frau Gouverneurin. Viel Glück. Viel Glück. Brad Wong wurde freigeschaltet. Okay. Der Säufer. Heieiei, Meister des Three Bucks. You are one. Auch bekannt als Drunken First. Nach Dead or Alive 4 begleitet er Elliot auf dessen Trainingsreise. Dort auf der Reise erreichte ihn die Nachricht von Dead or Alive 5. Okay. Dinner's ready. You hear me? Yeah. Gotcha. Man den beiden eigentlich schon mal gesagt, dass man nicht mit Essen spielen soll? Unglaublich. Was würde sein Meister eigentlich dazu sagen? Egal. Mit Brad Wong, das ist ja der Besoffene des Drunken Master Styles. Und naja, was soll ich euch sagen? Es ist nicht allzu leicht mit ihm zu kämpfen. Aber wenn man es drauf hat, dann ist man fast unbesiegbar. Weil es einfach... Es ist der Hammer. Man kann kaum seine Angriffe, wie ihr seht, berechnen. Da. Und das ist doch einfach genial, oder? Na los, komm. Und Shazam, bam. Ah, ich hätte jetzt noch angreifen können. Wenn er nicht so doof gewesen wäre. Nein. Drunken? Nein, ich wollte gerade Drunken Master sagen. You lose.
Du bist so ein Loser. Komm schon. Wir machen das schon, Brad Wong. Oh yeah. Was macht denn der für Hampeleien? Das will ich gar nicht machen. So. Irgendwie kann ich echt nicht mit dem umgehen. Weder in Dead or Alive 4 noch hier. Ah, ich weiß nicht. Ist nicht so meine Art von Charakter. Ja, gut. Oh nein. Ey. Ist klar. Elliot. Lass es sein. Ich hab dir doch was gesagt, Junge. Mann, ey. You should think about entering. You'd see if all that training's paid off. Isn't this journey of yours ever gonna end? You know what? I don't remember asking you to come with me! You didn't. Geowned. Von einem Affen geowned zu werden, das muss man auch mal bringen, Leute. Good luck. Oh yeah. Eine neue Trainingsstunde. So. Na dann, bitte. Elliot, komm, wir werden dich auf deine Trainingsreise begleiten. Aber zuerst werden wir dich nochmal verhauen. Bisschen Popo hauen hier, So. Nein. Hey, der ist schnell. Ja, aber so. Ah, Brad Wong ist manchmal so langsam, Leute. Und. Ah. Ach du Schande. Ja, los. Yes. Von hinten mit den Hacken. Aber hat uns leider auch nichts gebracht. Absolut gar nichts. Warum lose ich eigentlich immer in den Aufnahmen so ab? Ich verstehe das nicht. Ist das ein Fluch? Ist das ein Let's Player-Fluch? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wir jetzt Elliot den Popo verhauen wollen. Komm schon. Bam. Ja, sehr schön. Drunken Master. Komm schon, du bist doch der Drunken Master, also halt dich dran. Mann, los und in your. Oh yeah, bam, da, 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 da. Jawohl, so geht's, nur so. KO? Wodurch ist er denn jetzt K.O. gegangen? Anscheinend, ne? Es war wieder so Hacke. Huh? Hey, is this thing on? What, this one? Oh, oh, this one. What's up? Are you one of the world's greatest fighters? Then get your ass in the tourney. And if you won't enter yourselves, I'll come to your house and drag you in myself. See you at the fight. Oops. See you at the fight. Oh man, er ist so ein Clown, ne? Also ganz ehrlich, Zack, wo nimmst du deine Tabletten her, sag mal, Junge? Mann.
Ah, I heard rumors that you two were gonna enter the tournament. But who's up for a little sparring? It's been a while. Sure thing. We were just looking for somebody to train with. Ready? Now, just because we're girls, don't you go easy on us. I wouldn't think of it. Elliot ist so süß verschüchtert, oder? Na, 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 na. Naja, wäre ich auch, ne, bei denen. Hallo, Mädchen, sag ich da nur. Ey! Ja, von wegen, die sind aber auch hart drauf, muss ich mal feststellen. Wie geht denn jetzt hier eine Partner-Kombo? Möchte ich mal versuchen? Oh, oh. Ja, ne, so nicht. Ja, dann weiß ich nicht, dann werden wir euch einfach nur so wegbratzen. Oder halt auch nicht. LOL! Ey, ich will den wechseln. Ah, so. Ha, ich habe den Partner-Kombo geführt. Ja, schön. Das war aber jetzt doof von mir. Ja, da muss Elliot halt hier alle Kohlen aus dem Feuer holen. Komm schon. Alter, war der krass. Komm. Ja. Und weiter. Ja, schön. Einer. Und. Ja. Ey, die hat mir alles gebrochen, oder was? Gut. Leifang. Ich kämpfe mit Ehre. Für alles. Alter, ist das geil. Crazy shit. Und. Damit hast du nicht gerechnet, Mädchen. Ja, ja. Gut. Partner Break. Nein. Ja, ja. Ich mag it to be Eve. Die ist eh viel hübscher. Ja! Down! Und jetzt müssen wir sie noch down kriegen. Und. Oh yeah! Wir sind so genial, Leute. Wir sind so genial. Alright, let's get out of here. It was a pleasure fighting you. Da freue ich mich ja, du. So, wir haben das neue Kapitel Elliot freigeschaltet, aber wie das aussieht und was da so passieren mag, das sehen wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Dead or Alive 5. Euer Let's Play E-Gamer.